Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming und dem Beagle. Ich bin ehrlich mit euch. Ich bin seelisch nicht bereit, weiterzumachen. Ja, gar nicht, kein Stück. Ich kann die Steuerung auch nicht mehr. Ich habe letzte Mal von... Da stand jemand. Ich habe letzte Mal von einem Monat gespielt. Hier wechsle ich die Waffen durch. Munition sieht nicht so schlecht aus. Hier kann ich mich voll derpen. Heilung sieht dafür umso schlechter aus. Was ist da? Kann ich da runter? Nö. Da stand gerade jemand, Leute. Alter! Ich wusste doch, es hat seine Gründe, dass ich keinen Bock habe, den Abstieg zur Hölle weiterzumachen. Was? Was? Ich höre Stimmen. Ich spiele literally 1 Minute 23, möchte das Spiel gerade schon wieder ausmachen. Ich weiß, warum ich es einen Monat vor mir hingeschoben habe, es weiterzuspielen. Magic! Nein! 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 Mach ich nicht! Nein, mach ich nicht! Alter, die ist schon an! Ich frag einfach nicht, wie viel... Oh, seriously, das sieht nach einem Bosskampf aus. Okay. Will ich da hin? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube, ich will da nicht hin. Aber was... Doctor, do you need some help? You're bleeding bad. Don't you touch me! I bleed out the sin. But it grows back, so I must let it out every day. I can stop the bleeding. I don't want your help. These wounds cannot heal. Why did you come to this place? I come here to remind myself. It's the only place I go where she listens to me. Who listens? Scarlet? Is she here? She's here with me now. My baby. My beautiful child. Daddy forgot to bring you a present today. She loves dollies. Scarlet's doll. Where did... Daddy? Oh God. Ist das euer Ernst? Dr. Fitch, what's happening? What's going on? Thank you.
Habe ich den jetzt umgebracht? Ups. Vergeben ist nicht ihre Stärke. Ach du Scheiße. Nein! Okay, ist okay. Alles gut. Okay, kann ich jetzt warte mal. Messer und. Warte mal. Was mach ich denn? Visier doch an, du Depp! Alter, ist der doof oder so? Sag mal, ist der ein bisschen holzig oder so? Er ist ein bisschen doof. Er ist einfach ein bisschen doof. Lad ruhig in aller Ruhe nach. Ich hab gar keine Zeit, sie leiser zu machen. Scheiße. Na komm schon, kannst du doch an, du Kuh. An dir ist doch nichts mehr dran. Aua. Yes, 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 yes. Das war heftig, Leute. Das war richtig heftig. Okay. Ja, das ist gut. Ist gut. Ist okay. Ja, ja, ist gut. Krieg ich hin, krieg ich hin. Aber krieg ich nicht hin. Steh doch mal auf, Alex. Boah, was ist das? Was ist das für ein seltsamer Kampf? Was ist das für ein Kampf? Alter, was ist das für ein abgefuckter Kampf? Oh, ich dachte, ich hab sie. Oh, ist das eklig. Hat die Matrix-Move drauf. Die hat einen Matrix-Move drauf. Ist okay, wo ist sie? Wo ist sie? Where the fuck is she? Ich sehe nichts, aber ist okay. Ich sehe doch gar nichts. Ach, egal, komm, ist okay. Wo ist sie denn? Komm zu mir. Aber so nah nicht. Oh, komm, lass mich dich doch auch mal treffen. Alter, was ist das für ein zufriedener Kampf? Ach, ich hab mich zu weit gemacht, ey. Ah!
Also geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja, natürlich trifft sie mich eher als ich sie. Natürlich, was auch sonst. Was? Wie betrifft mich? Das kann doch nicht sein. Ist die Scheiße so laut? Leute, was ist mit der falsch? Ich werde jetzt erst mit dem Brecheisen arbeiten und mir die Schrotflinte lassen. So, meine Lieben, ich habe jetzt diesen Kampf mehrmals gehabt. Mehrmals ist gut, ich glaube 4 oder 5 Mal. Und ich scheitere spätestens an Phase 2 enorm. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt so. Ich werde jetzt, also ich habe jetzt auch mal gegoogelt, ob es irgendeinen validen Tipp gegen die Troller gibt. Der Joke ist, ausweichen ist der Trick. Gerade wenn man das Quicktime in der zweiten Runde angezeigt bekommt. Wenn man das schafft, nimmt sie Schaden von alleine, weil sie auf den Boden klatscht. Das Problem ist nur, dass das Ausweichen hier einfach nicht funktioniert. Das heißt, mein Trick wird jetzt sein, erstmal Schrotflinte und dann in der zweiten Phase Messer. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Messer ein bisschen was erreiche. Ein bisschen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Und wir müssen uns leider diese Zwischensequenz jetzt immer und immer wieder angucken. Leider. Doctor, do you need some help? Ich habe mal die You're Musik jetzt auch bad. Versucht, ein bisschen leiser zu machen. Weil die doch sehr laut war. Ich mache jetzt auch noch mal den Sound ein bisschen leiser, zumindest bis nach dem Kampf. Weil ich habe gemerkt, dass man mich ja gar nicht mehr gehört hat, weil so laut war die Musik. Frag mich nicht. These wounds cannot heal. Why did you come to this place? I come here to remind myself. It's the only place I go where she listens to me. Who listens? Scarlet? Is she here? She's here with me now. My baby, my beautiful child. Daddy forgot to bring you a present today. Ich kann diesen Dialog mittlerweile schon nicht mehr hören, Leute. She loves dollies. Kann ich einfach nicht. Ich muss auf die Arme. Auf die Arme. Ja. Jetzt der andere Arm. Nein, nein, ausweichen. Ach, ich sag doch, ausweichen ist nicht seine Stärke. Ja.
Papa, mach auch diesen Arm. Mach ihn platt den Arm. Mach ihn platt den Arm. Ich hab den Arm doch, Leute. Immer bis die Arme platt sind. Immer bis die Arme platt sind. Was hat er mit Ausweichen zu tun? Vielleicht ist der Arm noch nicht platt genug. Ich weiß es nicht. Nein. Oh, Leute. Das ist doch nicht wahr. Komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Na. Na, komm, 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 komm. Okay. Phase 2, Phase 2, Phase 2. Einmal heilen, einmal zum Messer wechseln. Hier habe ich mir sagen lassen, ist das Schlauste, was ich machen kann, abzuwarten, bis sie kommt. Weil sie einfach zu schnell für mich ist. Komm schon. Und jetzt warten, bis sie kommt. Warten, bis sie kommt. Aua. Ah. Scheiß machen, noch einmal. Aua. Oh, ich könnte eine Chance haben. Ich könnte eine Chance haben diesmal. Aua, ich könnte, wohl bemerkt. Ich könnte. Alex. Oh, sie ist wieder oben. Ich mache jetzt aber, ich warte jetzt aber. Jetzt. Ja! Oh. Wie das Messer hier einfach Gold wert war, Leute. Oh. Oh. Ich dachte schon, ich bleib bei dem stecken, ey. Ich bin wieder in einer normalen Welt, die nicht viel besser ist als Silent Hill selbst. Okay. I feel that. I feel that. Alex, ich verstehe das total. Ich habe das Symbol auf dem Schlüssel schon einmal gesehen.
Gründerschlüssel erhalten. Okay. Ich erinnere mich, es im Rathaus gesehen zu haben, als ich ein Kind war, aber ich weiß nicht mehr, wo in dem Gebäude. Aber das klingt nicht so geil. Jetzt kann ich mich wieder einschalten. Leute, ich hätte niemals erwartet, dass das Messer so Gold wert war. Ich habe aber keine Heilung mehr. Dafür aber immer noch meine gesamte so gut wie meine gesamte Munition. Ach, andere. Ja, gut, okay, ich habe es verstanden. Manchmal sind es die langen Waffen, manchmal die kurzen Waffen. Seht ihr, Leute, nicht immer kommt es auf die Länge an. Ich hoffe, jetzt sind hier nicht noch mehr Krankenschwestern gespawnt. Gespawnt vor allen Dingen. Gespawnt! Das Schloss ist anscheinend defekt. Alex ist Türenprofi. Er sieht immer sofort, wann ein Schloss defekt ist und wann nicht. Hier hatte ich ja die Heilung. Oh, 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 was ist denn das? Untersuchen. Ach so, doch, doch, das hatten wir schon. Gut. Oh, ich habe die geschafft. Leute, ich habe die geschafft. Ich dachte schon, nachdem ich viermal oder was es war, der verreckt bin, dass ich die nie schaffe. Immer ans Phase 2 gescheitert. Aber ich habe auch das Messer nicht versucht, wenn ich ehrlich bin. Und das mit dem, dass sie als, also dass sie das Ausweichen als Element genommen haben, der ihr Schaden zufügt, wenn man das schafft, ist lächerlich bei diesen schlechten Ausweichmomenten. Ausweichen funktioniert hier richtig. Ich habe bei anderen reingeguckt auch danach, unter anderem bei Betagott als auch Keysjaw. Und bei allen war Ausweichen jetzt nicht immer, also... was ist das? Och nö. Ach nö, was war denn da jetzt nochmal am besten? Die Schrot. Ach, noch einer. Scheiße. Ach komm. Weil du dich bewegt hast, du Penner. Weil du dich... Der Beagle und wie er stolz war, mal Schrotflintenmunition besessen zu haben. Ja, ja. Da geht's gar nicht hin. Wo muss ich denn jetzt hin? Er hat's gesagt, ich weiß. Nee, wo ist Karte? Wo ist Karte? Da ist Karte. Das war die Kanalisation, das Hotel. Polizeistation. Ich behaupte nicht, dass wir nochmal zur Polizeistation kommen werden. Das ist der Friedhof. Ich wollte nochmal zum Friedhof, weil ich jetzt hier eine Axt habe, fällt mir auf. Die Frage ist, wie ich da hinkomme. Ich höre Köter. Das Schloss ist defekt. Wie komme ich zum Friedhof? Ah, hier bin ich. Okay, 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 okay. Ich bin bei mir zu Hause. Ich darf aber nicht zu mir nach Hause. Ist das so? Das ist schlecht. Gut. Ja, okay. Aber wo soll ich denn dann hin? Alex, warum willst du nicht weitergehen? Hab mich eh schon gewundert. Hier kommen keine Gegner. Nein, nein, nein. Ich habe noch nicht gespeichert. Oh, Leute, das ist bitter. Das ist bitter. Auch wenn meine Energie jetzt natürlich gestiegen ist in der Summe. Ich sag es noch. Es kommen keine Gegner.
Ah, du kleiner Gottsköder! Sag mal, habt ihr euch verlaufen? Warum kann ich nicht mal Monsterkätzchen kriegen? Monster-Baby-Kätzchen oder so. Ja, Monster-Baby-Kätzchen wären süß, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob der Sound jetzt endlich stimmt. Ich höre hinter mir Scheiße. Ich würde so gerne endlich noch auf den Friedhof zurück. Ich weiß aber nicht, wie ich zum Friedhof hinkomme, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich nicht in mein Haus komme, kann ich nämlich nicht in den Friedhof. Zum Friedhof, nicht in den Friedhof. Ha. Wenn ich nicht ins Haus gehe, komme ich nicht ans Friedhof dran. Ich habe aber das Funkgerät an, ne? Ja, ich habe das Funkgerät an. Okay. Oh, überall Türen offen. Ist ja Wahnsinn. Aber ich habe keinen Peil, wo irgendwas ist. Ach, hier. Was ist denn da? Oh, okay. Ich will auf gar keinen Fall alle Bilder finden, weil das Ende will ich nicht haben. Die Geschichte von Shepherd's Glen ist eine der großen Gelegenheiten des wagemutigen Pioniergeist. Vor nahezu 1,5 Jahrhunderten kamen die Gründerväter auf der Suche nach einem neuen Heim als Pilger hierher, um ihren Glauben zu praktizieren und den Wohlstand ihrer 4 Familien sichern zu können. Schon nach kurzer Zeit begann sich der Ort prächtig zu entwickeln. Ladengeschäfte und Betriebe schossen entlang der Straße, die sich heute Hauptstraße nennt, empor. Im Verlauf der Jahrzehnte kamen immer mehr Touristen, die eppig darauf waren, die Seen und Landschaften der Gegend zu entdecken. Und mit dem Touristen kamen noch mehr Geschäfte. Ja, ne? Wenn ich jemanden dafür bezahlen würde, meinen Laden am Laufen zu halten, ob die dem... Diese Sache mit, ne? Also ich weiß jetzt nicht, also... Mir kommt es halt so vor, als... Müssten die hier für ihren Privilegen ein paar Opfer... Ich höre es, ich sehe es aber nicht. Boah, da, direkt da, 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 da. Scheiße. Wenn ich bedenke, dass die mit 2 Schuss platt zu machen sind, das ist der Wahnsinn, Leute. Ich hab's gehört, aber nicht gesehen gehabt. Ihr könntet mir ruhig ein bisschen Loot gönnen. Nur ein bisschen. Es muss nicht viel. Ein Speicherpunkt ist aber auch gut. Ja. Ich will den Speicherpunkt Abgang in die Hölle. Möchte ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, bitte, bitte, bitte. Der wird hier radikal drüber gewämmt. Ihr seht, fast 1 Monat war vergangen, seit ich Silent Hill angerührt habe. Der Abstieg in die Hölle war aber auch ehrlich gesagt ein wirklicher Abstieg in die Hölle. Das kann ich anders nicht betonen. Es kann doch nicht sein, dass die weniger als gar nichts hier für mich... Mit der Axt, ne? Und genau deswegen möchte ich nochmal auf den Friedhof. Ich hoffe jetzt übrigens, der Sound passt soweit. Es ist mir halt, als ich gecuttet... Hier muss es doch einen Grund für geben, warum es hier ein... Da ist was hinter. Schieben. Ein Bild? Und nur dafür bin ich jetzt hier reingegangen. Also Heilung wäre geil. Heilung wäre richtig geil. Spiel sagt nein. Defektes Schloss. Jetzt bin ich ja einmal im Kreis gegangen, ne? Das Spiel gibt so Fakt, dass ich einmal im Kreis gegangen bin. Okay. Gut.
Ich bin trotzdem verwirrt. Okay, von mir aus. Dann öffnen wir mal dieses Teil und gut ist. Ich komme ja wohl nicht an meine heiß ersehnte. Da ist ein Schlüsselloch. Ich habe ja nichts anderes mehr als dieser Schlüssel. Geheimgang! Wer sagt, dass ich da runter möchte? Ich frage nur. Oh, ein Erste-Hilfe-Kit. Okay. Es geht in beide Richtungen runter. Das finde ich sehr unangenehm. Was ist das? Wo muss ich denn hin? Ich will da weg. Wetten, die gehen gleich voll Rage, die Krankenschwestern. Opferdolch. Mein Tod? Könnte sein. Okay. Die Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Alex, bitte nicht laut sein, ja? Ich bin so gut durch die Krankenschwestern durchgekommen. Okay. Ich kann den Opferdolch jetzt benutzen. Ich muss jetzt nur noch wieder hier rauskommen. Gut, ich muss nur noch wieder hier rauskommen. Na? Wie geht's euch Schönheiten so? Also mir geht's ganz gut. Bin nicht so gewillt, darauf eure Bekanntschaft zu machen, aber freundlich sein muss ja sein, ne? Warum bleibe ich jetzt hier hin? Auf Wiedersehen, ihr lieben Mädels. Ich bin dann mal weg. Auf Wiedersehen. Freude. Krankenschwestern machen mich sehr nervös. Ha, stell dir vor, jetzt spielt Silent Hill und geht danach ins Krankenhaus. Remembering this moment. Achso, ich muss natürlich an der Seite raus. Was sonst? Darf ich jetzt damit wieder zurück zu meinem Haus? Ich überziehe gerade übrigens. Na gut, ihr Lieben. Ob ich damit wieder zurück zu meinem Haus komme und damit vor allen Dingen auch nochmal auf den Friedhof komme, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich mach mal hier
Genau so, so. Psst, ganz, ne, nix anrühren. Ich bin froh, dass ich einfach Scarlett geschafft habe. Oh Gott. Das war ein mieser Kampf. Und ich habe das Gefühl, die nächsten Kämpfe werden nicht besser werden. Okay, also, haut rein, ihr Lieben.